Bei der Landung wartet auch Ante schon mit neuen Programmpunkten auf das Millionärspaar. So Jungs, jetzt geh aber shoppen. Du, jetzt reicht's mir aber mit Essen und allem drum und dran. Sightseeing habe ich auch genug. Shoppen? Meinst du, hier kannst du shoppen? Da sind wir, glaube ich, ein bisschen falsch. Wieso? Weil es hier etwas schwierig ist zu shoppen. Wieso? Ich gehe jetzt im nächsten Schuhladen. Und nicht so wie Saint-Tropez oder Monaco oder so? Dubrovnik hat sich in den letzten Jahren richtig herausgeputzt. Überall kann man gemütlich einen Drink nehmen. Doch Carmen hat eben noch ein anderes Hobby. Echt? Hast du auch Geld dabei? Bitte? Schauen wir mal. Dürfen wir was dabei haben? Ah ja, das nehmen reicht. Alles. Das reicht. Bitte. Das reicht. Ja, das kannst du halten. Du zahlst das dann. Das darf ich einfach shoppen? Ehrlich? Also komm. Okay, dann aber. Ich brauche einen Schuhladen, sofort. Kann doch nicht sein, dass es hier nichts gibt, Robert. Guck mal, was das für Oma-Sachen sind. Das kann kein Mensch anziehen. Das ist überhaupt kein Laden für mich. Wir haben noch niemals einen Schuhladen hier. Bitte. Ante, das hast du gewusst. Das hast du gewusst. Bitte. Super, ich kann hier shoppen. Robert, lauf mir nicht in die Füße rum. Hier gebe nichts. Ante. Ich glaube, ich spinne. Bin hier in Dubrovnik und ich finde hier nichts. Toll. So eine schöne Stadt. Was soll ich jetzt mit dem Geld? Ich kann hier überhaupt nichts kaufen. Gar nichts. Null. Hier gibt es keine Schuhe, hier gibt es nichts. Hier gibt es keinen einzigen Schuhladen. Hier gibt es tatsächlich nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Traurig, traurig, aber wahr, das ist unsere Wahrheit hier. Es gibt es einfach nicht. Deswegen kommen sehr viele her und gehen auch wieder. Ah, das heißt, alle Touristen, die hier kommen, kaufen nur Souvenirs, lecken am Eis und fahren wieder nach Hause. Leider ist es so. Das war für mich natürlich schon ein ganz beschissener Gag, wenn ich mal ehrlich bin. Weil der Ante hatte wahrscheinlich gewusst, ja, dass es da überhaupt nichts gibt. Und das tut einer Frau dann schon weh, wenn sie ein paar Tausende ausgeben kann und findet nichts. Wisst ihr, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch noch die Kreditkarte gegeben. Danke, Robert. Du bist echt sehr nett zu mir. Ante, wo bist du? Da bist du. Ja, hier bin ich. Gut gemacht, gut gemacht. Was ich mir daraus erhoffe, es gehört ja nicht nur technisches Know-how dazu, es gehört ja auch ein gewisses Know-how für einen Lifestyle, was diese beiden Herrschaften seit über 15 Jahren leben oder über 17 Jahren in Monaco, Saint-Tropez, in Weltmetropolen. Es gehört ja auch zu einer Top-Destination mehr dazu, wie zum Beispiel dieses Shoppen. Und das Know-how erhoffen wir uns auch. Tja, wenn es ums Shoppen geht, entwickelt Carmen die Fähigkeiten eines Teufelsschweins. Wieder mal für die Kinder, für mich war ja nichts da, ne? Das ist ja das Elend. Ich kann jetzt so ein T-Shirt mit meinen Kindern teilen, das passt mir ja auch, das passt mir nämlich auch. Das finde ich, das find ich ja. Süß. Das an, die eine Kiste. Ja, braun ist ja auch okay. Ich nehme mal ein braunes. Das glaubt doch kein Mensch, wie kann man denn so einen Arsch so haben? Die sitzt den ganzen Tag da drauf, ich sag. Robert. Da muss ich noch mal hingucken. So, wir nehmen diese drei. Eine wirklich magere Ausbeute. Das muss besser werden. Also außer die Souvenir-Shirts von meinen Kindern habe ich natürlich da nichts gefunden. Danke, Ante. Herzlich gern. Mach. Ja, jetzt haben wir ja was für die Kinder. Ja. Können wir jetzt auf nach Split. Split. Vielleicht finden wir auch etwas für Carmen. Am nächsten Tag erwarten die Töchter Shanaya und Davina den täglichen Anruf ihrer Eltern. Come, Davina, Shanaya, your mom. It's not wet. Here. Stupid fishy. Hallo. Hi, wie geht's euch? Gut. Wir füttern die Fische. Hier ist es so, so schön. Ja, ich hoffe, dass Papi dann irgendwann mal, dass wir gemeinsam hier hinfahren, weißt du, mit dem Bötchen. Okay. Jetzt bleiben wir ja nicht mehr so lange. Was? Dann sind wir ja wieder zu Hause, Maus. Ich gebe dir, ja, ich gebe dir Papi. Warte, Sekunde. Hier. Komm, du musst dich beeilen, der Ante wartet. Ja. Zieh dir ein paar Schuhe an. Ja, vielleicht im September können wir hier mal hinfahren. Müssen wir mal schauen, wie wir mit dem Bötchen fahren. Weil das ist weit mit dem Boot. Müssen wir um den ganzen Stiefel fahren. Okay, Papa, Mama müssen sich beeilen. Ciao, ciao. Ich hab dich lieb, Papa.
Projektmanager Ante holt die beiden ab. Heute soll es nach Split gehen. Carmen trägt extra ihr Dubrovnik-Souvenir-Shirt und hofft auf glühende Kreditkarten. Irgendein Luxus-Accessoire muss noch ins Gepäck. Sonst ist die Mutter sauer. Kostet die alle 200 von den Kröten. Warte mal, guck mal, ich kann ja auch so einen nehmen. Halt mal. Meine Leute, du hältst einen an der Waffe. Ach, warte mal, hier ist die Mutter richtig. Moment, hier ist ein Schuhladen, Robert. Ich muss da mal kurz rein. Die scheinen was für mich zu haben. Hier stinkst du schon nach Plastik. Das ist jetzt nervig, sag ich dir. Es geht jetzt den ganzen Tag so. Wenn da nicht einen Riegel vorschieben, um 13 Uhr wollen wir stehen wir hier wie die Deppen, sag ich dir. Um 13 Uhr müssen wir auf die Insel. Oder wollen wir auf die Insel? Ja. Um 14 Uhr ist das Essen. Dann sollten wir schon langsam mal losfahren. Und wir setzen uns am besten dahin, trinken Kaffee. Das machen wir. Ey, hier bin ich ja im Paradies. Ich glaube es nicht. Kann ich hier mit Kreditkarte zahlen? Hä? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ist ja klar, wenn ich was so finde, ist der schon wieder weg. Wie lange kann sowas? Oh, wir könnten uns jetzt hier auch einen Liegestuhl nehmen, wie heißt das? Sowas in einem Schuhladen. Jetzt haben wir ja Glück, dass der Schuhladen nicht so groß ist. Aber je nachdem, was die für eine Auswahl haben, kann das schon länger dauern. Da könnten wir auch schon zum Mittagessen fahren. Und holen die Alte praktisch erst wieder heute Abend ab. Okay. Okay, I take this one. And I take the black one. So, dann haben wir ja wieder mal zwei Paar. Die sind auch bequem. Carmen? Ja. Der Laden ist nicht so groß. Ich sag dir, wenn ich meinen Kaffee ausgetrunken habe und habe bezahlt, gehe ich weiter, ne? Ja, ich dann bin fertig. Dann fahre ich auf die Insel, gehe Mittagessen, ich lasse dich hier. Ich hole dich zum Abendessen wieder ab. Ne? Robert, ich bin doch jetzt fertig. Ja, ehrlich, man kann dann in einer Tour Schuhe kaufen. Weißt du, wie viele Schuhe du zu Hause hast? Nein, wenn ich es wüsste, bräuchte ich mir ja keine zu kaufen. Ein Schuhschrank in Saint-Tropez, einer in Monaco, einer auf dem Boot. Bei ihrer Auswahl kann man schon mal den Überblick verlieren. Das ist eine gewisse Schwierigkeit. Bist du fertig? Ja. Das ist aber einiges zu tragen, ne? Ja, blöd, oder? Ja, ich trage nichts. Ja, aber vielleicht kann der Ante mir mal behilflich sein. Selbstverständlich. Sag das doch nicht. Was meinst du, wenn die nur alles kauft? Du läufst hier gleich rum wie ein Modi. Ach so. Ja, jetzt ist es zu spät. Ante wird also vom Geschäftsmann zum Packesel. Was tut man nicht alles, um Carmen bei Laune zu halten? Doch Vorsicht, der schlecht gelaunte Robert wäre das schlimmere Übel. Oh, jetzt finde ich den nicht mehr. Doch, der steht da noch. Wow. Nur mal ganz schnell einen einziehen. Ist das ein schöner Schuh? Der ist aber gemütlich. Ich mal hier so rein. Fällt das doch ja nicht auf. Bye. Komm. Siehst du, ich hab noch nicht mal was gekauft. Glaube ich nicht. Wieso? Weil ich nicht glaube. Die liefern, ach, die liefern das bestimmt an, oder? Quatsch da. So bestimmt, teuer war der da. Sowas. Nein. Michael Jackson hier. Der Michael Jackson aus Kroatien. Ja. Hier kommt der nächste Schuhladen. Ach, die haben aber auch, das ist doch unverschämt, finde ich das. Ja gut, ab und zu kann man mal ein bisschen Zeit freigeben, wie heißt das, um auch Schuhe zu kaufen. Aber ich denke mal, hier sind wir jetzt gerade in so einer Situation, dass jetzt ein Schuhladen nach dem anderen kommt, habe ich das Gefühl, dass das Ganze jetzt hier so ein bisschen zum Einkaufsrausch wird. Und ich garantiere dafür, dass er jetzt hier gleich rumläuft wie so ein kleiner Muli und wird sich wünschen, er hätte nichts davon erzählt, dass er alles trägt. Carmen ist einfach Profi-Shopperin. Ihr Motto? Kaufe Schuhe, das zahlt der Papa und schleppt der Ante. Der Muli kommt. Ich hab dich gewarnt. Ja. Ante, ich hab dich gewarnt. Shoppen, bis der nächste wichtige Termin ansteht. Und jetzt wird sich zeigen, ob sich Antes Schlepperei und Buhlerei gelohnt hat. Und Robert Geld locker macht. Hallo. Beim Anblick der süßen Sekretärinnen kommt Robert zumindest in ausgesprochen gute Laune. Das ist hier Model School, Robert. Ja,
Sieht so aus, als wenn man hier im Model-Contest. Meine Güte. Kommt rein. Vielleicht solltet ihr hier Business machen. Ich kann ja rausgehen, ich kann ja draußen warten. Du bleibst schön hier, Junge. Hab ich mir schon gedacht. Ja, das Office von dem Vincenzo in Split war natürlich eine witzige Nummer. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er Geschmack hat. Und er hat sehr wahrscheinlich bei seinem Sekretärinnen-Casting nicht unbedingt auf Stenografie gesetzt, sondern mehr auf Optik. Tja, so ist er, der Robert, immer für einen kleinen Scherz zu haben. Nur wenn es ums Geschäft geht, dann wird er zum ernsten Pokerface. So, eine Woche haben wir fast rum. Das Resümee. Ja, also mein Resümee ist ganz einfach. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Projekt, was ihr da habt, sieht mega geil aus. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ihr das tatsächlich so verwirklicht bekommt, wie ihr euch das vorstellt, wie ich das auch hier wieder sehe, glaube ich schon, dass das ein Erfolg werden kann. Bin mal gespannt, wenn ihr jetzt tatsächlich im Sommer anfangt, die Straßen da rein zu hämmern, wie es dann im Herbst aussieht. Dann komme ich gerne wieder und werde mir dann angucken, was ihr bis dahin geleistet habt. Also ich glaube schon, dass das Ganze was werden kann. Okay, dann würde ich doch sagen, dann gehen wir draußen nochmal an den hübschen Sekretärinnen vorbei. Robert? Ja, er hat doch welche, ich habe doch keine, aber ich kann sie mir wenigstens angucken, oder? Ich bin dein Bodyguard. Okay, let's go. Bye bye. Komm schön mit, Junge. Nach dem Business geht es in ein beliebtes Strandlokal. Ante will Roberts Einschätzung, ob es so gut ist wie in Saint-Tropez. Doch erst wartet auf Carmen eine böse Überraschung. Oh, da habe ich sie schon wieder. Ich gehe. Das glaube ich nicht. Ich kann die doch nicht sehen, dann kann ich sie nicht essen. Ja, ich weiß. Schon vor ein paar Tagen hatte Carmen mit einer spektakulären Rettungsaktion versucht, die Hummer vorm Aussterben zu bewahren. Nein, oh Gott, oh wie furchtbar. Oh Mama. Oh. Carmen, wir sind nie wieder Hummer essen. Oh. Ja. Ich kann das nicht sehen, du weißt es doch. Ja, es ist hier. Ah, okay. Dann gehe ich mal spazieren. Bestellt ihr mal das Essen. Kannst du den Fisch anschauen? Der Fisch ist schon tot. Guck. Oh, aber der ist wirklich jetzt tot? Der ist tot, der bewegt sich nicht mehr. Guck, blub, 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 blub. Nicht, wenn du jetzt das auch noch mal sagst, das esse ich nicht, dann bleib mal hier hungrig. Ja. Nee, toten Fisch esse ich ja. Ja, dann guck. Der ist ja schon tot. Der mache ich nicht. Der, okay. Der sieht ja aus, als hätte er Gospodju. Ja, der ist für mich. Wir nehmen den. Mit dem legendären Flair der Côte d'Azur hat diese Location noch nichts gemeinsam. Aber das kann noch werden. Ja, der Beachclub war natürlich nicht unbedingt so luxuriös wie die Beachclubs, die wir hier an der Côte d'Azur haben. Aber die Gegend und die kleinen Inseln drumherum haben natürlich eine ganz andere Sprache. Also von der Natur her, muss man sagen, ist es eins der geilsten Bootsreviere, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein herrliches Fleckchen Erde, das sogar Weltenbummlerin Carmen überzeugt hat. Überall, wo wir hingegangen sind, war es einfach nur fantastisch. Die Gastfreundschaft, ja, mehr geht nicht. Also, was Vincenzo und auch Ante für uns da aufgefahren haben, das ist also, das ist in meinen Worten auszudrücken, der Burner. Nach dem Business-Trip soll es heute mit dem Privatjet nach Italien gehen.